Hallo liebe YouTuber, ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Pfingstrosen-Video. Und ich habe die schönsten Pfingstrosen heute Morgen mitgebracht vom Großmarkt. Und ich musste unbedingt diese tollen Pfingstrosen in allen ihren wunderschönen Farben und in ihren wunderschönen dicken Formen, die muss ich euch zeigen. Die sind der absolute Oberhammer. Und es ist jetzt einfach so eine kurze Zeit mit Pfingstrosen. Die geht so schnell vorbei, man muss das echt genießen und es ist eine Königin der Blumen. Und ja, ich zeige euch zuerst verschiedene Sträuße mit Pfingstrosen und zuerst mal erzählen, wir hatten wahnsinnig viel Arbeit am Muttertag und ganz viele haben ihre Mama einen Blumenstrauß geschickt, weil sie sie nicht sehen konnten. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und damit war ich natürlich auch auf YouTube erstmal abstinent, weil ich habe es einfach nicht geschafft. Wenige Stunden Schlaf und wir waren auch froh, wenn wir gute Ware bekommen haben. Unsere Fahrer waren unterwegs. Es war wirklich eine komplette Auftragskollision, Wahnsinn. Und mittlerweile hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Also wir haben selbst in der Woche nach Muttertag noch weiterhin geliefert, Leuten, die an Muttertag keine Aufträge mehr platzieren konnten. Und ich war total froh um jede Hand, die hier geholfen hat. Ja, und Pfingstrosen waren natürlich auch zum Muttertag aktuell und konnten man die schönsten Sträuße machen. Ich zeige dir erstmal verschiedene Kombinationen. Hier habe ich eine roséfarbene Pfingstrose mit rosa Germini, sehr schönen. Ich finde es immer toll, wenn Natur im Strauß ist mit Birkenreisig. Und das ist eine Kletterhortensie. Diese Knospen von der Kletterhortensie sind also so schöne Abwechslungen. Und dieser lange, das ist auch eine Eukalyptusart. Ja, es gibt so viele Eukalyptusarten. Und dieser lange, langblättrige Eukalyptus, der macht das so ganz lässig, so einen Strauß. Also das ist jetzt die Variante in Rosé. Und ich habe aber einfach auch im Vorfeld, bevor ich diesen Pfingstrosenstrauß, also den ich im Video zeigen will, binde, habe ich jetzt einfach mal verschiedene Varianten. Hier haben wir eine ganz tolle pinkfarbene gefüllte Pfingstrose, die hält auch sehr, sehr lang so gefüllt, wie die ist. Und die haben wir mit diesen Lachstönen, Lachs und auch mit dieser wunderschönen, seltenen Farbe an Germini mit Nelken. Nelken haben so, bei Nelken darf man die Oberfläche so anfassen und Nelken nehmen wir den Rest des Jahres sehr, sehr gern als Pfingstrosenersatz. Und man sieht auch, die haben diese gezackte Struktur, dieses Füllung. Und das ist auch eine Nelkenart, das ist eine grüne Bartnelke. Viele sagen ja erstmal, ich mag keine Nelken und dann gucken sie die an, sagen, die ist aber schön, ja, und viele gehen dann aus meinem Laden raus und sagen, sie finden Nelken doch toll, weil es gibt so schöne Sorten und die sind so lang ausdauernd, blühen und es ist eine traumhafte Blume, die unglaublich lange hält und ja, deswegen sind Nelken überhaupt nicht so schlecht wie ihr Ruf. Im nächsten Strauß habe ich Pfingstrosen in Rosé-Lilla kombiniert. Ich habe roséfarbene Rosen genommen. Lilla ist das Allium. Das ist also eine Lauchart. Ja, gibt es auch oft in den Gärten. Und auch hier wieder die natürlichen Elemente mit dem Reisig und schöne Blätter. Ja, auch dieses schöne Grün. Weil das Grün macht immer die Stimmung im Strauß aus. Wenn ich diese Blumen in die Hand nehme und nur zusammenhalte, dann macht es überhaupt nicht so viel Stimmung, wie wenn ich dieses tolle Grün und dieses Arrangement, dieses Fächern der Blüten und das Gesamtarrangement macht dann so, so viel aus. Lila Rosa, ich finde es klasse. Ich finde auch, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Und ich habe noch ein Beispiel. Ich hätte natürlich noch ein paar um die Ecke, aber ja, ich habe jetzt hier nicht so viele Sträuße hinstellen können, weil ich habe ja auch nicht unbegrenzt Platz. Und hier ist jetzt auch so eine Rosé-Pink-Variante. Ist ohne Rosen, aber mit diesen schönen roséfarbenen Callas und den zweifarbigen Bartnelken. Das
auch eine wunderschöne Blüte, die im Frühling und im Sommer, die sehr belebend ist in den Sträußen. Und ich sage immer zum Kunden, das Auge muss was zu tun bekommen. Das heißt, es ist immer schön, wenn die Sträuße so ein Leben haben und nicht so uniform sind. Ja, also das sind jetzt mal die Muster. Und ja, Pfingstrosen. Du hast bestimmt schon mal selbst im Garten auch Pfingstrosen geschnitten. Und manchmal, oder wenn man die kauft, manchmal sind das dann diese Kügelchen und manchmal wollen die auch nicht aufgehen. Und das ist ziemlich ärgerlich, wenn man die nicht aufbekommt. Und was man mit einer Pfingstrose machen kann, wenn die so ganz geschlossen ist, die Pfingstrose hat oben an ihrer Blüte Kleber. Und das ist ein Kleber, den es von Natur aus gibt. Und was die im Garten hat, die bekommt natürlich Regen. Und der Regen löst diesen Kleber. Und wir gemeinen Menschen, wir gehen her und schneiden die Pfingstrose ab. Und der Regen, die Regenspende ist damit abgeschnitten. Das heißt, das Wasser, das diesen Kleber lösen kann, das ist natürlich nicht mehr da. Aber man kann ein bisschen Abhilfe schaffen oder Geburtshilfe, was oft gut funktioniert, wenn der Kopf so ganz geschlossen ist. Also der hier fängt jetzt schon an zu springen. Ja, der nächste hier springt schon ein bisschen mehr. Und die anderen Pfingstrosen, die ich habe, die sind schon schön offen und die haben natürlich wunderbar dicke Köpfe. Man kann, wenn die so ganz kugelig ist und ganz zu, dann nimmt man ein bisschen lauwarmes Wasser, schwenkt den Kopf einfach in dem lauwarmen Wasser, so weiß ich, 20 Sekunden, lässt wieder ein bisschen abtropfen und stellt die Pfingstrose dann in die Vase. Und oft wirkt es schon Wunder, weil dieses lauwarme Wasser, das hilft einfach, dass sich der Kleber löst und dass diese Pfingstrose sich dann öffnet. Und wenn man dann natürlich so richtig tolle Premium-Pfingstrosen hat, dann sehen die so aus und das ist natürlich der Traum für jeden Strauß. Ich habe die jetzt auch noch nicht geputzt, weil ich das eigentlich im Video machen wollte. Pfingstrosen haben auch oft wunderschöne Blätter und dieses Laub kann man, wenn das fest ist und wenn das gut aussieht, kann man das sehr, sehr gut für kleine Sträuße nutzen und kann die Umrandung mit diesem Pfingstrosenlaub machen. Das ist also total schön. Kann ich nachher auch noch ein kleines Pfingstrosensträußchen machen. Ich würde auch viele Blätter abmachen und einen schönen schrägen Anschnitt. Ja. Pfingstrosen wollen gerne immer ein sauberes, klares Wasser haben. Und man sollte am besten viele Blätter abmachen, weil die Blätter, die kosten den Kopf sehr viel Kraft und dann hält die Pfingstrose nicht so lange und man sollte spätestens alle drei Tage sollte das Wasser ganz frisch gemacht werden. Das sind jetzt zum Beispiel Blätter, die brauche ich nicht nehmen, die sind mir jetzt auch zu klein, die sind nicht so schön. Dafür ist dieser Pfingstrosenstiel sensationell, weil der ist nämlich fast so dick wie mein Zeigefinger. Der ist natürlich super und total fest, ja. So eine Pfingstrose habe ich auch zu Hause, ich glaube, 1,5 Wochen steht die schon. Also ich kann das mal einblenden, was die für einen spektakulären Farbwechsel schon mitmacht. Und vor allem, es gibt eine korallefarbene Pfingstrose, die habe ich jetzt heute leider nicht. Coral Sun heißt die. Die geht wirklich von korallefarben nach ein paar Tagen über in so ein Aprikot und dann in Creme. Also die macht so einen ganz tollen Farbwechsel. Und das ist wunderschön, wie man sieht, wie diese Pfingstrose lebt und wie die sich verändert, ihre Farben. Sollte natürlich immer, wenn man arbeitet, braucht man auch das richtige Werkzeug. Und ich arbeite sehr gern mit diesen kleinen Floristenmessern. Ich blende auch nochmal den Artikel ein, kannst du bei Floristik24 erwerben und einen schönen schrägen Anschnitt immer machen mit einem scharfen Messer, damit die Blume gut versorgt ist, dass die einen schönen scharfen Anschnitt bekommt. Und diese Messer, ich schmeiß die auch dann in Müll, wenn die nicht mehr so gut schneiden, weil das ist jetzt ein super fester Stiel, aber sobald eine Blume ein bisschen weicheren Stiel hat, bekomme ich einfach keinen scharfen Anschnitt mehr. Und das ist dann nicht so schön, wenn die Stiele nicht gut angeschnitten sind, dann ist die Haltbarkeit begrenzt und das macht keinen Spaß und keinen Sinn. Und ich habe hier beim Putzen, bei einer Pfingstrose ist mir ein bisschen der Stiel abgekracht und ich habe immer so ein paar kleinere Blüten
Und wir haben ja auch gerade beim Putzen diese schönen Pfingstrosenblätter aufgehoben. Und hier habe ich auch noch Kamille, Kamillenblüten, diese wunderschöne zarte Kamille. Bei Kamille ist auch die Eigenheit, beim Putzen immer viele, viele Blätter abmachen. Wenn ich bei der Kamille nicht viele Blätter abmache, dann kostet es auch die Köpfe zu viel Kraft. Und dann hält dann bei der Kamille, die antwortet auch gleich, weil die Kamille wird dann nämlich einfach schlapp. Schlicht und ergreifend. Dann hängt sie die Köpfe und man denkt, oh, die ist ja ganz frisch. Was hat die denn? Ja, die hat zu viel Blätter. Die kann ihren Kopf nicht versorgen oder ihre Blüten. Und deswegen ganz viele von den Blättern müssen rausgezupft werden, damit diese Kamille auch hält. Und ich bin jetzt ein bisschen egoistisch. Damit ich meinen Tisch schön frei bekomme, mache ich jetzt als erstes einfach das kleine Pfingstrosensträußchen. Und gleich gibt es dann noch den größeren Strauß. Und hier zeige ich auch, wie schön man diese Blätter nutzen kann. Das ist also ein Traum. Und so was Zartes, Duftiges nur um die Pfingstrose drumherum. Und schon hat man eigentlich den schönsten Strauß, der entweder nur ein kleiner Gruß an die liebe Freundin ist oder für den Schreibtisch oder für die Küche oder fürs Badezimmer. Ich hatte schon früher eigentlich fast immer schöne Blumen in der Küche oder schon immer so Kleinigkeiten stehen, schon lange bevor ich einen Blumenladen hatte. Und hier sieht man also, was diese Blätter, die jetzt die Pfingstrose keine Kraft mehr kosten, aber was diese Blätter ausmachen, wie schön die diese Blüte umspielen. Das ist jetzt der erste kleine Strauß. Aber ich habe ja noch mehr vor. Ich möchte noch einen größeren mit euch machen. Zum Binden braucht man einen guten Bindebast. Ich gehe mit dem Bindebast 2-3 Mal um die Stiele herum und binde, mache einen festen Knoten. Es darf bei jedem Strauß, ich erzähle es auch immer wieder, es darf kein Grün in der Bindestelle sein. Und der Strauß muss so fest gebunden sein, dass ich eigentlich an einem Stiel den Strauß halten kann. Der ist jetzt hier ziemlich klein, da ist es eigentlich kein großes Kunststück. Aber wenn der Strauß größer wird, dann sollte der natürlich fest gebunden sein. Und auch hier kommt wieder mein Werkzeug ins Spiel. Ich mache bei der Pfingstrose einen schönen schrägen Anschnitt, damit die gut Wasser bekommt, und stelle die in klares, sauberes Wasser. Die Vase habe ich eigentlich für nachher geplant, aber ist egal. Die Blätter, die Pfingstrosenblätter, schneide ich auch nochmal an, weil wenn ich die so nur so abgerissen habe von dem Pfingstrosenstiel, dann bekommen die nicht so gut Wasser. Also ich mache immer nochmal einen frischen, sauberen Anschnitt. Also es ist typisch Florist, wenn wir eine Blume in die Hand bekommen, machen wir immer einen frischen Anschnitt. Und ja, ist ein schönes Grün, schön fest. Also wenn die so lapperig sind, dann kann man die auch wegschmeißen, weil die sind nicht immer so schön, aber die sind jetzt sehr, sehr hübsch. Und die werden jetzt einfach mal hier gebunkert. Und da gucken wir mal, was wir draus machen. Ja, ich möchte gerne, ich habe jetzt Pfingstrosensträuße in vielen Farbvarianten gezeigt. Und ich zeige euch auch übrigens noch nebenher schöne Muttertagssträuße. Ich habe einige fotografiert, auch wenn ich nicht zum Video drehen kam. Ich habe Fotos gemacht und habe gedacht, ich muss euch die zeigen, weil da waren echt ganz tolle Sachen dabei. Und die Fotos, die blende ich nochmal ein.
Wir hatten letzte Woche einen wahnsinnigen Sturm hier im Taunus und es hat so viele Bäume entwurzelt und es war unglaublich, ja. Allein zwischen Königstein und dem nächsten Ort, da lagen 30 Bäume auf der Fahrbahn. Folglich ist natürlich auch wieder viel Reisig von den Birken runtergekommen und ich bin da ja immer sehr, sehr empfänglich, weil ich bin ja der Naturfreak schlichthin. Und dieses Reisig habe ich einfach mal wieder gesammelt, weil ich verwende das so gern in den Sträußen. Und ich liebe ja diese natürlichen Elemente. Man kann natürlich auch natürliche Sachen kaufen. Und ich mache das auch ganz gern ein bisschen in die Sträuße rein. Moment, ich muss mir mal kurz den Weg dazu bahnen. Ich habe nämlich heute Morgen auch was ganz Tolles gekauft. Das ist wilder Thymian. Und das lässt sich natürlich alles auch im Großmarkt erwerben. Aber man kann auch ein bisschen sammeln gehen und einfach einen Hauch von so einem Thymian zu der Birke dazulegen, weil der Thymian ist ein helleres Grün und die Birke ist ein bisschen dunkler und da hat man schon eine wunderschöne Straußmitte. Und wenn man eine schöne Straußmitte hat, ist es ja auch leichter, einen Strauß in der Spirale zu binden, weil Spiralbindung habe ich in Blumenstrauß für Einsteiger. Zeige ich nochmal in der Infokarte rechts oben. Genau, da muss das dann sein. Zeige ich in der Infokarte rechts oben nochmal Blumenstrauß für Einsteiger. Geht es auch nochmal um die Bindetechnik in der Spirale. Ja, das sind also so schöne Bündchen, die man sich machen kann. Ich habe den, um das Bündchen zu machen, habe ich das Moos drüber gelegt und habe den Draht so durch das Moos geschoben. Ja, nicht unter das Moos, nicht drüber, so durch die Mitte, so dass der Draht zwar das Moos hält, aber ich den Draht nicht sehe. Ich möchte die Technik nicht sehen. Ich finde es immer gut, wenn die versteckt ist. Und wir haben auch vorhin schon viele Bündchen gemacht für die anderen Sträuße. Die können also ruhig auch so aussehen zum Beispiel. Ja, und so, kurze Pause, gleich geht es. Die Kundin ist wieder weg und ich habe hier schon meine schöne Straußmitte, die wir ja gerade gemacht haben zusammen, oder beziehungsweise habe ich ja gezeigt. Dazu brauche ich natürlich, um auch wieder bei den Materialien zu sein, ich brauche einen Draht, einen Neunerdraht. Es gibt verschiedene Drahtstärken. Und es ist schon ganz gut, wenn so ein Draht nicht zu dünn ist und nicht zu lapperig, sonst hätte ich jetzt dieses Mittelteil in der Hand und es wird gleich sich wieder wegbiegen. Und wenn der Draht zu dick ist, also dicke Drähte, dickere zum Beispiel, die nehmen wir hier zum Andrahten von Kerzen und wenn wir besonders stabile Sachen machen müssen. Aber ich nehme einen grünen lackierten Neunerdraht. Lackiert deswegen, damit das Wasser nicht so schnell rostet. Der Draht nicht so schnell rostet im Wasser. Okay, sorry. Ich war heute Morgen auf dem Großmarkt und der Tag ist schon lang. Aber trotzdem wollte ich es nicht missen, ein schönes Video für euch zu machen. Und ich wollte einfach diese tollen Pfingstrosen ausnutzen. Ich gebe es offen zu. Und ich wollte diesen Strauß jetzt in weiß-gelb machen. Mit Pfingstrosen, habe auch schon ein bisschen grün vorbereitet und habe hier eine schöne gelbe Rose, diesem wunderschönen leuchtenden Gelb. Und es ist, viele Leute wollen jetzt auch wirklich leuchtende Sträuße, die wollen Farbe sehen. Und was auch hier wieder ganz toll passt, ist wieder unsere Kamille, die ich auch gerne hier so locker reinmache. Die würde ich auch nicht so tief ziehen, weil dann kann die nicht mehr so schön spielerisch aus dem Strauß rausgucken. Das wäre natürlich schade. Und Pfingstrosen, ich habe jetzt sogar drei, das ist natürlich ein kleiner Luxus, ja, aber so präsentiert sitzen die ja wie Königinnen in diesem Strauß. Und das, aber der Kunde wird sich freuen. Ich lege das Grün wieder immer in dieselbe Richtung, lege ich die Stiele an. Man darf das Grün nicht, also weder Blumen noch Grün, kreuz und quer anlegen, weil das Problem ist, wenn ich das kreuz und quer anlege, dann kann ich danach weder eine andere Blume rausziehen, noch eine andere einfügen. Und das ist einfach doof und ist auch nicht floristisch. Und es gibt noch einen Grund, warum wir Floristen immer so, weil das so wichtig ist, in der Spirale zu binden
Und dass das technisch richtig gemacht ist, ist, wenn ein Stiel von einer Blüte etwas weicher ist, dann wird er schlicht und ergreifend abgequetscht. Wenn ich diesen Strauß zubinde, dann wird der Stiel, wenn der weich ist, dann geht er einfach kaputt. Ja, und das, dann ist die Blume kaputt und wird nicht mehr versorgt und das war's dann. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ja, und also die Pfingstrosen sind so dick, dass eigentlich mein Strauß schon fast nur mit Pfingstrosen voll ist. Aber ich wollte natürlich trotzdem diese schönen Spielereien, und man sieht, wie toll sich dieses Geäst hier drin macht, wie hübsch das ist. Das wollte ich nicht missen. Grün braucht man immer ein bisschen noch zum Stützen, zum Fächern. Es gibt auch übrigens einen Grund, warum rundgebundene Sträuße besser halten als so luftige, weil die Blumen haben in dem Strauß ein anderes Kleinklima. Die können nicht so viel Feuchtigkeit verdunsten und deswegen halten rundgebundene Sträuße deutlich länger als Sträuße, die so luftig sind. Ja? Oder auch, das ist der Klassiker, sind die langen roten Rosen. Die halten auch nicht so lange, wie wenn die Rosen im rundgebundenen Strauß sind. Und die meisten meiner Kunden wollen einen rundgebundenen Strauß. Das ist ja auch mal ein sehr schönes Grün. Das ist Korallenfarn. Der macht es natürlich so duftig, fedrig. Es ist wunderschön, den drumherum zu setzen um den Strauß. Ja, und ein rundgebundener Strauß, um dann nochmal zurückzukommen zum Thema. Der ist natürlich auch sehr, sehr schön, wenn ich den auf den Tisch stelle. Ich kann den auch ganz toll angucken. Ja. Wie oft sitzt man am Tisch und schaut auf den Strauß? Und wenn der Strauß höher ist, dann kann man den nur irgendwo seitlich oder in den Flur hinstellen. Das ist eigentlich der Grund, dass die meisten Leute die lieber wollen. Und die meisten haben schlicht und ergreifend die passenden Vasen für rundgebundene Sträuße und weniger für die langen Sträuße, ja, wo die Leute immer sagen, oh, ich habe da nicht die richtige Vasenlänge. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger zu finden. Ich habe jetzt auch für das Randgrün was Spezielles. Das ist eine Fungienart, ein Hostablatt. Und die sind sehr, sehr weich. Die sind sehr, sehr schön, aber die sind auch sehr, sehr weich. Die wollen also ganz vorsichtig behandelt werden. Und ich stütze die auch gleich. Also stützen, indem man, entweder du nimmst aus dem Garten Kirschlorbeer oder ich nehme hier Serval. Das ist also unser Grün, mit dem wir meistens die Sträuße stützen. So, und dann habe ich meine Baumschere vergraben. Da ist sie. Ja, je mehr Arbeit wir haben, desto mehr Werkzeug verschwindet auf dem Tisch. Aber im Moment geht es ja. Ich habe ja nur den einen Strauß zu binden. Und man sieht also hier, wenn ich den Salal schön positioniere, wie gut dieses Grün gestützt wird. Genau, kommt nochmal gleich die Technikansicht von unten. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Und das durch dieses Stützen hält das natürlich auch sehr schön. Ich habe jetzt vier Blätter. Die Schnecken finden die Blätter übrigens auch toll. Sieht man leider. Also das Blatt, das kann ich jetzt mal entsorgen, weil da ist der ganze Rand schon abgefressen. Das geht ruckzuck. Und wenn man diese schönen Blätter, also hier ist noch ein schönes, wenn man diese schönen Blätter schnell nutzen will, dann sollte man sich doch ziemlich bald ein paar greifen, weil die Schnecken sind da hinterher wie der Teufel, die Biester, die scheinen super zu schmecken. Und sobald die angefressen sind, kann man die eigentlich auch an der Pflanze stehen lassen, weil dann sind die nicht mehr brauchbar. Ja, so, das ist jetzt mein kleiner Pfingstrosentraum. Und auch den schneide ich wieder zuerst mit einer scharfen, Floristenschere an. Und was wichtig ist, nicht nur der Anschnitt mit der Floristenschere, sondern dann auch die Rosen und die Pfingstrosen mit einem schrägen Anschnitt. Ich muss natürlich immer ein bisschen gucken, welche Stiele ich noch anschneiden muss. Und die Pfingstrosenstiele und die Rosenstiele, die schneide ich dann nochmal mit dem Floristenmesser. Mache ich dann einen schönen schrägen Anschnitt, dass die gut Wasser bekommen. Und wenn Stiel hier so rausguckt, dann schneide ich den auch einfach ein bisschen kürzer. Also wichtig ist einfach die Rosen und Pfingstrosen, dass die bestens versorgt sind. Ja, ansonsten hoffe ich, du hast viel gelernt in meinem neuen Video
Und ich freue mich, dass ihr. Ich wurde schon gefragt, ob alles okay ist, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ja, es ist alles okay. Ich hatte einfach viel Arbeit und ich war unter Wasser. Und das ist jetzt mal die Variante 1 des Pfingstrosen-Videos. Schreib mir, wenn du noch mehr Pfingstrosen-Ideen magst. Das ist jetzt ein Strauß, aber da fällt mir bestimmt noch mehr dazu ein. Ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele Kommentare, ganz viele Pfingstrosen-Fans, die auch ihre Likes dazu geben und diese traumhaften Blüten ebenso verehren wie ich. Und ich sage einfach, danke fürs Zugucken und abonniere meinen Kanal. Aktiviere die Klingel, damit du immer erinnert wirst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Ganz lieber Gruß von deiner Margit. Tschüss.